Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warbands. Ja, wir haben das letzte Mal ein paar Banditen gejagt und haben dann gedacht, ja, komm, wir schließen uns den Knut Kägit endlich an. Dafür müssen wir ein paar Sachen machen. Zuerst einmal probieren wir es mal mit dem König, ihnen ein bisschen zu helfen. Ich denke, vielleicht können wir direkt uns anschließen. Ja, schauen wir mal. Gehen wir mal nach Nara. Wir können fragen, eine Frau, eine Dame. So, also, mal kurz in die Schenke. Da haben wir nicht viel. Okay, hier haben wir mal ein Schwert. Kriegshandmesse. Ja, da haben wir nichts Gescheites. Hä? Ach komm, Kampfox kann nach weg. So, Rüstungshändler. Mal schauen, Schuhe kaufen, aber das sind so teuer. Oh, schaut euch das. Schaut euch diesen Preis mal an. Ja, nein. Ja, da will der Drago natürlich nichts kaufen. Da brauchen wir nicht viel. Also gehen wir in die Burg. So. Und hier ist der König schon. Hallo. Lass mich mal vorbei. Oh nein, das ist der Bastard. Ja. Okay. Machen wir nicht. Oder, also, ich weiß jetzt nicht, ob wir das machen müssen. Können wir dann am Schluss mal irgendwann machen, bevor wir alle Reiche ausrotten. Das ist wahrscheinlich der König. Tulga. Rings um Tulga. Rings um Tulga. Ja, und wenn wir dann... Also sobald wir jetzt das Reich... betreten, also ja, drin sind, also Vasall oder so, dann reden wir mit allen, machen uns gut mit allen und eventuell bekomme ich dann ein Dorf und eventuell machen wir dann mal eine Burg alleine und vielleicht bekommen wir dann die Burg und dann hören wir auf, das Reich zu unterstützen. Auch müsste ich dann in ein anderes Reich Vasall sein, das halt ein bisschen schwach ist. Gut, hier mal kurz schauen. Danisa. Jetzt muss ich kurz schauen. Oh Gott. Ich brauche Dreck. Muss putzen. Da schauen. Nisa, bist nicht dabei. Ach du Arme. Nehmen wir den mal später auf, wenn die nicht die ganze Zeit Krach haben. Troubadour ist mit dem Brautzeugs. Dichtgut ist ja. Machen wir mal später, wenn wir mehr Zeit haben. Weil das einige Zeit braucht. So. Okay, geht weiter. Hier ist gar niemand. Gut. Ihr seid aber sehr gut vorbereitet. Wenn niemand dort ist. Ich denke, es ist wieder irgendwo eine wie sagt man dem? Ein Fest hat.
Es hat einen bestimmten Namen. Ja, es ist halt mittelalterlich. Gut. Da ist jemand. Dann fragen wir mal dem. Was machst du eigentlich dort? Was hast du im Dorf gemacht, hä? Bist du der Anführer dieses Dorfes, hä? Hey, geht's noch? Aus der Fähigkeit. Ich weiß gar, also die Spuren suchen Sachen sind noch so schlecht. Also bei beim Ding Mod. Ach komm, hey. Jetzt du aber, bitte. Ja, steht's zu Diensten. Was? Gemeine? Was? Ah. Ich möchte euch fragen, ob ihr seiner Clan Dusyurt. Was? Ist doch da drüben. Dann zeig dich mal, du blöder König, ey. Ist eine Frischheit. Da bist du Titi. Nochmals fragen. Manchmal muss man suchen. Bulaban. Ja, aber wo? Da. Ah ja. Wieso hast du... Ah nein, das heißt, das... Ich habe nur 24 gesehen vorher. Ja, du hast nicht mal etwas. Was soll? Meine Fürstin scheint das Zeug für eine gute Kriegsführerin zu haben. Dass eine Frau derartige Fähigkeiten besitzt, ist in Kalaratia eine Seltenheit. Jedoch nicht gänzlich unbekannt. Oft haben Edelfrauen beispielsweise Armeen befähigt, nachdem ihre Ehemänner oder Väter gefallen oder dem Feind in die Hände geraten waren. Ich habe jedoch noch nie von einem König gehört, der eine Frau ein Leben gewährt hätte, ganz ungeachtet ihrer Tapferkeit, nur weil er eine weitere Vasallen benötigte. Täte ich dies, würde ich dies ganz Kalaratia große Aufmerksamkeit erregen. Die Männer würden behaupten, ich sei liebesgetrunken oder verhext, oder dass ich versuchen würde, die natürliche Ordnung aus den Fugen zu sprengen. So sehr ich es bedauere, aber ich kann es nicht wagen, euch ein Lehen zu gewähren. Sind die so böse, oder? Also sind die so unfair gegen Frauen, oder? Ja, eine Burg ist zu schwer. Fürsten heiraten möchte ich noch nicht. Aufgeschlossen sein. Soll ich mal drohen? Ich werde mal das wählen. Noch habt ihr euch nicht als kompetenter Befehlshaber unter Beweis gestellt, Monika Basse. Bekämpft meine Feinde und zeigt mir, dass ihr würdig seid, mein Vasall zu werden. Danach werden wir uns genau über diese Angelegenheit unterhalten. Ja, aber was soll ich... Wie läuft der Krieg? Mit niemandem im Krieg. Ja, toll! Wisst ihr was? Das regt mich auf. Ich gehe Banditen jagen. Mann, ich habe dieses Video von GameStar über Gothic 3 nochmal angeschaut. Die haben früher immer so lustige Videos über Spiele gemacht, die ja neu waren oder ja nicht ganz so neu. Die hieß die Redaktion. Und habe das Video nochmal geschaut und habe mich einfach zu Tode gelacht. Die haben das ganze Gothic 3 und das war so böse. Gut, wir gehen nach Svergir und dafür nach Kudan. Kudan.
Game hier nach Ichamur. Ichamur, 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 du, du, du. Oh, du da. Stehe zu Diensten. Bewunderungsabklärung. Ah ja, wir haben noch eine Quest angenommen. In den Welten. Gut. Ich muss Anmerkungen. Wir haben so viele Quests. Boja Nellag. Müssen wir machen. Bulaban. Ribelet müssen wir abbrechen, hä? Wieso haben wir das angenommen? Also, wir haben noch Zeit, die Botschaft zu überbringen. 25 Tage, gut. Also Bulaban, müssen wir wieder zurück. Oder wohin? Das ist dort oben! Das ist dort oben! Gott, oh Gott, haben wir Glück. Aber dann müssen wir trotzdem wieder zurück. Also, wir gehen mal hier suchen dann. Ja, ja, das ist dort. Gut. Da haben wir einen Minensänger, einen Reisenden, Lösegeldvermittler. Haben wir gehabt. Wir haben gar nichts. Der Shavi. Ja, du kommst mit. Okay. Dürft ihr gerne lesen, wenn ihr auf Stopp klickt. Zufällig auf Arbeit. Gut, die ist kostenlos. Immerhin. So, und die Kleti. Die Kleti darf auch mitkommen. So. Oh. Ja, kannst ein bisschen putzen, gut. Dann kommst du mit und putzt unsere Stiefel. So, der Rolf. Und du bist nicht dabei. Nie davon gehört. Ja, ich wollte einfach nicht denken, dass er weggeht. Ja, und du bist der liebe Buchhändler, ja, Gastwirt, gut. Ja, wir haben 899. Das sind teure Bücher. Pfff. Oh. Schwerwurf-Äxte. Ich habe noch nie Großbögen Stufe 5 gehabt, glaube ich, nur immer noch Stufe 4. Müssen wir dann auch mal machen. Ich hoffe, dass ein Reich nicht so schnell alles verliert. Dass wir da alles wechseln müssen. Das ist doch mal gut. Da kaufen wir ein paar. Wir bekommen sowieso Geld über. So. Und hier ist ja niemand sonst. Man sieht leider nicht nach oben, aber... Da ist... Was heißt blau eigentlich? Oh je. Da ist Steppenbanditen, die kann ich aber nicht einholen. Die wären gut. Die haben nämlich meistens Bauern und so noch dabei.
Wo ist denn dieses Lager, ey? Müssen wir wahrscheinlich leider aufgeben, die Quest. Also, okay. Gut. Also, wir dürfen nicht zu weit nach vorne. Ich habe ja einen Bogen, ne? Nee, noch keinen. Schade. Ja, schade. Also ich denke, im Nahkampf werden die nicht so viel Chance haben. Müssen wir gemeinsam hart drauf. Es könnte nämlich sein, dass die Banden doch recht stark sind, weil sie auch viele Leute haben, die herumreiten. Ja, greift ihr mal die da oben an und wir greifen die hier an. Aber schneller. Der Jeremus. Der kommt mit mir. Was? Frechheit. Ja, Jeremus, du bist ein bisschen schwach. Gut. Ja, ich hoffe, da kommen keine mehr raus. Jetzt kommen noch die Nackten vom Berg runter. Gut. Ja, ja, komm. Töten wir links und rechts. Blöd. Nehmt den hier oben. Ah, nehmt den hier unten, ich nehme den hier oben. Gut. Ja, besiegt ihn. Ja, dort ist noch einer. Oh. Sie haben ihn besiegt, aber der da hinten ist noch aufgetaucht. So, ja, ja, gehen wir mal aus der Hölle. Oh, hier ist ja ein Krieg. Oh, ich muss die Welt retten. Ja, hab's auch gut geschafft. Noch einen. Ah, die Nerven. Da haben die Bogenschützen wahrscheinlich nicht gut aufgeräumt oben. Das würde ich mit links schaffen. Ich bin ja Ego-Shooter-Profi. Mein letztes Ego-Shooter war Call of Duty 1. Nein, ich bin relativ gut. Ja, okay, geht ja, spiele ich ja auch. Da bin ich auch sehr gut im Ziel. Kommen wir hier raus. Sehr gut. Den her nehme ich bitte. Ja. Oh, ein Pferd. Endlich. Wir haben ein Pferd. Für einen der Nudeln unseres Zurückbis da. Gut. Schön. Das war die Quest, weiß-blauer. Und jetzt gehen wir kurz nach oben, oder? Oh, schön, schön, schön. Schön, gut, gut. Mehr nach, ihr Kumpels. Ja, aber bitte schnell. Hallo. Gut. Ah, meine heiße Stimme, das ist Wahnsinn. Tut mir leid für die, die es stört. Hey, bitte, Leute. Ja, und jetzt? Welches soll ich nehmen? Mann, diesen Beritten, das ist böse. Ich
bin nie gut beritten, also ich könnte es schon machen, aber... Nein, nicht eine Bauersfrau, nein! Okay. Wir müssen irgendwie wieder Bauersfrau kommen. Da sind noch die Lagerzivisten, die dürfen nicht sterben. Okay, es sind noch genug Bauernfrauen. Ah, das sind Gegner, das sind die Ding von den Hunden, deshalb zum guten Glück. Keine Sorge, meine Dame, ich bin schon unterwegs. Aber wir haben Betsy Young bekommen. Wichtig. Den Bauer nehmen wir nicht mit. Die Bauer werden, glaube ich, zu Karawanenmeister und so. So, ich will nicht zu viel. Ich werde hier, haben wir Wege-Veteran? Nein, nein. Nordveteran haben wir, genau. Weil die besten Bogenschützen haben. Haben wir es jetzt zum Bogenschützen gemacht, so. Und noch mehr Pferde, ich liebe das. Okay, dann müssen wir das. Gehen wir kurz in die Stadt, hä? Was ist noch schlecht? Das da ist schlecht. Das da. Das da. Das da. Okay, gut. Ey, Hauptmann, ich unterhielt mich gerade mit Tishari, als wir die Leichennacht und letzte Klampelei durchflatterten. Habt ihr ihre Geschichte gehört? Ach, das Unrecht, das ihr angetan wurde. Ich sage euch, es lässt mein Blut überkochen. Ich will die Drecksbalunken in Stücke schneiden, die ihr das angetan haben. Und ich werde es auch tun, wenn ich ihnen auf unseren Reisen je begegne. Sehr gut. Und die Nächsten dürfen auch noch drankommen. So. Jetzt mal beritten. Wo seid ihr? Hallo? Hä? Jetzt kommt's. Seid ihr weit weg? Los. Ah, seht ihr, ich kann. Im Turnier bin ich so gut. So im Kampf, weil so viele im Weg sind. Ich kann nicht angreifen. Sklaventreiber, du Mistviech. Da, den. Besiege ich. Jetzt nur gegen. Ja. Unmöglich. Also, ich finde, die Kanatkergiten, die wehren sich noch recht gut gegen diese berittenen Banditen, oder? Die haben einfach die schwersten. Ja, vielleicht die Wüstenbanditen noch. Keine Sorge, meine Dame, ich bin schon unterwegs. Hast du etwas Schönes zu berichten? Wahnsinn. Ah, Lagerjägerin, nicht Lagerjägerin. So. Gut, dann müssen wir hier nochmals irgendwas rauslegen. Dann machen wir mal das. Was ist das? Steppenrüstung, so teuer. So, das und das und das. Tja.
das, das und das. 60, 55, 55. Ja. Okay. Hartmann, ich sprach gerade mit Claire. Sind es nicht die beiden gleichen, einfach vertauscht jetzt? Sie mag es so wild sein, aber ich denke, sie ist ein treuer Freund. Sie hat versprochen, irgendwas später einmal. Auch ich rede das jetzt kurz nicht, könnt ihr lesen. Weil ich so eine heiße Stimme habe. So. My Lord! Die kann man nicht mal fragen, ob sie etwas geben. Nur ein bisschen Beliebtheit fürs Volk. Aber wir haben jetzt ungefähr 4 Beliebtheit. Also, jetzt muss ich mal die Clayty hoch tun. Der Shavi. Gut, es läuft ja perfekt, oder? Also, wir machen die 2 stärksten hoch. Ich denke, ich nehme Allein und Burduk. Mal kurz. Allein und Burduk sind 2, die drin sind. Ah, wir haben noch eine. Gut, dann machen wir den anderen auch. So. 14. Was könnte man dem geben? 13. 17. Geben wir dem die Kappe. Dem hier das noch? Okay. Also der Burduk bekommt das andere Pferd. Hier unten. Und du bekommst die hier. 27 ist klar besser. Ja. Und der Ahati Männer bekommt das andere Pferd. So, dann haben wir alle. What? Reiten 3. Hat jemand Reiten 3? Hast du Reiten 2, dann bekommst du es Baschatur später, okay? Und Charakter hat noch nicht Level Up, sonst auch niemand. Komm bitte einer der Lösegeld eintreiben. Buchhändler. Oh. Was schaut ihr so? Verzeiht mir bitte, nehmt meine Entschuldigung an. Uff. Ja, nun, ich würde sagen, er hat angefangen. Was für eine Verschwendung. Ah, nordisches Schwert. Von Nordland. Geht's, ne? Reisende. Ah, das ist der. Da bist du ja. Du bekommst hier die Steppenbanditen. So, jetzt haben wir auch wieder Geld. Gutes Geld. Ja, dann müssen wir ein paar Sachen verkaufen, hä? Schön viel Geld, hä? Wüstenpferd stur, Reitpferd schwer. So, jetzt müssen wir ja, in diese Richtung. Kann man kurz reden mit einem. Ich glaube, es ist der hier, hä? Ob er hier ist. Ich weiß nicht, wem das ist. Tanjo Neuern, hä? Haben wir dem jetzt nicht gerade. Ich muss nochmal hoch.
Das ist ein bisschen schlecht gemacht, dass man nicht angezeigt wird, wem das gehört und wo ist. Es heißen alle nur Jan. Tonyu. Ja, haben wir einen guten Abschluss dieses Partes und der nächste wird also ein Nordland-Belgier-Part. Burg Diester. Burg Diester, Burg Diester. Burg Diester. Du bist in der Nähe von Ichmer. Ah, da bist du. Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen dieses Partes. Der nächste kommt so. Ja. Morgen. Gut, also. Auf Wiedersehen. Tschüss.